Servus Leute, zurück zu Let's Play Hero 6 in der Dance Macabren Kampagne. So, wir wollen jetzt auf hohe See. Dazu muss ich diese Elementare loswerden. Oh, diesmal darf ich sogar anfangen. Vielleicht reicht das sogar und ja, geil. Ich weiß zwar nicht, wieso ich anfangen darf. Ach so, doch, die Geister waren davor noch nicht da. Die haben anscheinend eine höhere Initiative als alle anderen Truppen bisher. Okay. Scheinbar geht das doch noch nicht so schnell. Blöd. Ja gut, dann machen wir die auch noch. Hab ja sowieso nichts Besseres gerade zu tun. Bisschen overpowered, aber gut. Ich hab das Mana. Ich hab sowas von das Mana. Das ist ein Luxus, dieses Mana zu besitzen. Es gibt drei verschiedene Gegner. Das ist garstig. Das bedeutet Ärger. Was? Wieso geht das jetzt nicht? Wartet. Jetzt müsste es gehen. So, jetzt brauche ich die Ressourcen. Das ist traurig, ich komme da nicht durch. Weil es mir an Ressourcen fehlt. Der Henker. Anscheinend weiß man in Albethyl von meiner Anwesenheit und Belkett lässt nachforschen. Er hatte einen alten Bekannten geschickt. Merrick, auch als Henker des Archonten bekannt. Sieht aus, als sei er mein Nachfolger. Tödlich. Okay. Ich habe Angst. Das ist ein starker Gegner. Das ist ein richtig starker Gegner, tödlich. Das spawnt einfach mal so ein komischer Gegner-Heini. So, jetzt habe ich auf jeden Fall Truppen. Jetzt fehlen mir nur noch die Ressourcen zum in See stechen. Einmal noch. Gut. Und wir sammeln gleich mal die Holzressourcen ein. So, als erstes gehe ich mal davon aus, muss ich auf die Nachbarinsel hier. Ich frage mich, kommt der andere auch per See? Come on. Stufe 1. Der kann ja nichts. Okay, dann ein paar Truppen, aber sonst kann er nichts. Stufe 1, hallo? Guck mal, dem sein Angriff macht gar nichts. Der kitzelt nicht mal. Okay, die Geister, die Gespenster. Die dürfen jetzt drauf gehen. So viel dazu. Wie komme ich bloß jetzt auf die Insel, ist die Frage. Oh, das ist gut. Gute Ressourcen. Schauen wir mal, kann ich irgendwas Interessantes bauen? Nein. Nicht wirklich. Dann sammle ich einfach mal meine Truppen. Ah, ist hier der Landungssteg? Ja, super. Na dann,
Besuchen wir die Goblins. Wow, 124, das ist nicht wenig. Hoffentlich aufgeteilt. Naja. Das ist trotzdem nicht wenig. Na, zum Glück habe ich ja meine Heiler dabei. Ansonsten könnte ich auch selbst heilen noch. Okay. Meerjungfrau. Armee. Oh, hier sind Kristallminen. Was? Wolltest du mir irgendwas sagen? Handschuhe des Meuchlers. Oh. Was war das jetzt schon wieder? Das ist stark. Aber zum Glück haben die Geister genügend Heal-Power. Geil. Sie haben immer noch genügend Heal-Power. Alles cool. Kein Problem. Keine Verluste. Schön. Das habe ich eingenommen. Harpien und Zyklopen müssten kein Problem sein. Ja, aber so viele Harpien, das ist dann wiederum... Naja. Schauen wir mal. Erstmal die kleinen Harpien niedermetzen. Okay, das war blöd. Das habe ich nicht erwartet, dass der so weit vorkommen kann. Gut, so viel dazu. Oh, ich muss die unbedingt töten. Kann ich nicht töten. Zeitstase daneben. Jetzt kann ich sie in aller Ruhe töten. Und ich kann meine Truppe wieder hochheilen. Da sind alle geheilt, oder? Ja. Und da müssten auch alle geheilt sein. Schön. Na gut, dann Gold. Angriff macht Schicksalskraft. Mondklinge habe ich schon. Cool. Plus 2 Schicksalskraft. Die Nahkampfangriffe verbündeter Einheit haben in den ersten 3 Runden einer Schlacht eine zusätzliche Giftwirkung. Das ist nice. Oh ja, das ist wirklich gut. So, aber jetzt möchte ich erst... Wer macht dieses Geräusch dauernd? Das ist verstörend. Wow. Zum Glück ist der Kettenblitz gut gegen Wasserkreaturen. Oh, Blitzschlag ist gut gegen die Einheiten. Blitzstrahlen. Bah. Dann mach mal. Es ist in Ordnung. Kann man verkraften. Blitzstrahl, 11. Kettenblitz, 10. Habe ich mir gedacht. Der Single-Target-Spell ist da effizienter.
Gut, du kannst verteidigen, du darfst angreifen. Angreifen. Heilen. Jetzt versucht das Viech vorzukommen. Aber es gibt einen Kettenblitz. Ein paar Schüsse. Und nein, ich glaube, die hat ein Schild. Die sollte man nicht im Nahkampf angreifen. Ich weiß es nicht, aber sicher ist sicher. Gut, ohne Verluste. Such den Drachennexus auf. Ja, fühle ich mich schon viel stärker anscheinend. Boah, zwei Kristallminen oder wie? Geil, ein Gebiet mit zwei Kristallminen. Das ist pornomäßig geil. Okay. Caster for the win, Caster for the win. Tatsächlich zwei Minen. Ja, damit bin ich mit Blutkristallen ordentlich ausgestattet. Das und jenes. So, will ich den? Nee, brauchen wir nicht. Ja, was ich machen könnte, ist ein einfaches Portal. Halt, wenn man, dann geht's nicht zu dem hin, oder? Ach Mist. Ich brauche ein Advanced Portal. Na gut, dann ein verbessertes Stadtportal. Dafür brauche ich 10 Holz und 10 Kristall. Das machen wir doch einfach mal. 10 davon. Kristall. 10 davon. Das sind 8. Dann kann ich das bauen. Gut. Kann ich mich direkt teleportieren, oder? Und mit dem neuen Perk habe ich auch, kann ich weiter mich bewegen. Einziges Problem ist, jetzt muss ich irgendwie wieder zurückkommen. Aber Truppen. Neue frische Truppen. Und ich würde... Ach, shit, jetzt fehlt mir Kristalle wieder. Komm, die traden wir auch schnell. Ich will gerne die Liche abgegradet haben. Dann können sie auch heilen. Gut. Dann brauche ich Holz. Sechs reichen, weil ich kriege ja noch ein bisschen was, weil ich brauche wieder ein neues Schiff. Okay, eine Runde warten. So, dann erkunden wir mal weiter. Hier ist scheinbar irgendwas. Ein Gegner kam ja von unten. Ich versuche es mal. Hier ist doch irgendwas. Hier ist farbiges Gebiet. Das könnte was sein. Oh ja, hier ist was. Oh ja. Wartet. Trivial. Hoch. Aber ohne Stufe 2 in die Kraubler. Oh, das ist machbar. Das ist bloß Stufe 1. Ah, der hat, oh wei, der hat viele Truppen. Der hat sehr viele Truppen.
Aber wenn ich die Fernkämpfer losbekommen habe, dann habe ich direkt eine zweite Base. Das ist nice. Und es gibt nur die dort oben noch zusätzlich. Also die dort unten, die Einheiten, und die dort oben. Die dort unten werden durch den Blizzard dahin gerafft. Oh, ja. Ja, genau. Stell sie alle in den Blizzard rein. Jawohl. Ernsthaft? Was war denn das für eine KI-Glanzleistung gerade? Stellt alle in den Blizzard rein. Harakiri-Maßnahme. Dort oben unterstütze ich mal mit dem Kettenblitz. Wobei generell unterstütze ich mit dem Kettenblitz. Das ist nicht nur dort oben. Gut. Die kombinierten Kräfte müssten den gut heilen können. Ah, der hat auch gerade geheilt. So, noch ein Zauber vielleicht? Regeneration auf den. Und scheinbar ist er ja doch das Top-Ziel Nummer 1. Ein weiterer Schneesturm. Der sich um den dort unten kümmert. Und wir kümmern uns um den dort oben. Okay, und jetzt du darfst... Das Problem ist, du bist der Einzige, der angeschlagen ist. Aber du heilst dich komplett hoch. Das ist geil. Regeneration for the win, sag ich nur. Jetzt müssen wir aufpassen. Genau, die Vampire kommen jetzt raus. Die wagen sich nach draußen. Das Blöde ist... Ah doch, Zeitstase. Wollte gerade sagen, das Blöde ist, ich habe nichts, um mich mit denen anzulegen. Aber natürlich habe ich was. Zeitstase. Das gibt mir genügend Zeit, mich um die zu kümmern. Und mein Gegner kommt nicht mehr dran. Im Idealfall. So, Blitzschlag. Das zu beschleunigen. Easy. Kann das sein, dass ich ohne Verluste gewonnen habe? Wenn ich das jetzt gewinne. Ohne Verluste eine neue Stadt. Mit einem Stein. Oh, da ist ein neuer Kristall. Wir haben hier eine Krypta. Sehr gut. Dort oben ist ein Phönix. Magische Menagerie. Ja, da kriegt man doch diese Hundis und diese, na, Meerjungfrauen. Gibt's hier kein Sägewerk? Schade. Aber ist immerhin besser. Was steht denn auf dem Schild? Wenn die Toten... Tel al-Gamil. Wenn die Toten wandeln, laufen die Lebenden. Doch auf der Insel Tel al-Gamil ist kein Ort mehr, zu dem man laufen könnte. Seit kurzem beanspruchen und besiedeln die Nekromanten die Insel und haben dafür gesorgt, dass sie die einzigen Einwohner dieser strategisch vorteilhaften Insel bleiben. Strategisch vorteilhaft. Interessant. Wieso komme ich da nicht hin? Könntest du mir mal... Ah, okay. Kleiner Bug bloß. Was gibt's denn hier? Oh ja, hier ist schon mal einiges ausgebaut. Da kann ich sogar gleich Truppen mitnehmen. Wartet. Ah, nein, das sollst du nicht machen. Du sollst da runter.
wollte eigentlich bloß nachschauen, ob da schon... kein Toter? Kein Toter. Mit 8 hauen sie drauf, kein Toter. Weiß nicht, wie das gerade kam, aber cool. Was ich nachschauen wollte, ist eigentlich... Portal ist keins hier drin. Okay. So, das war der zweite Kristall, der macht. Die Gebäude hier sind alle in Ordnung. Sollte ich dies... Stein habe ich eigentlich genug. Dann würde ich mal sagen, schnappe ich mir mal, was hier geht. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht überein. Ah, hier sind keine ärztliche. Ja, das... Kann man das ändern? Was brauche ich dazu? 2 weitere Kristalle. Ja, gut, das kann man machen. 2 weitere Kristalle, kommt sofort. Gut, sehr gut. Dann ab hier ein bisschen weiter suchen. Rohstoffe, hier gibt's Rohstoffe. Gold. Aha. Hier komme ich nur drauf. Hier ist feindliches Gebiet. Aha. Aber ich werde jetzt erstmal da suchen, wo der erste Gegner herkam. Beziehungsweise wo der Jäger auf uns wartet. Oder keine Ahnung, ob er auf uns da wartet. Aber da ist halt ein Jäger oder was auch immer der ist. Außerdem gibt es ja super Rohstoffe. Ich will hier auf jeden Fall mindestens ein Portal haben. Okay, wir rushen jetzt einfach durch. Ich will jetzt nicht groß ausbauen, die ganzen Orte, sondern erst die möglichen Gegner loswerden. Das ist immer sehr nützlich in so Missionen. Okay, hier ist gegnerisches Gebiet und hier müsste auch dieser besondere Gegner sein. Der Typ. Merrick. Immer noch tödlich. Okay, wir können es auch sein lassen. Das ist aber eine Stadt. Die möchte ich gerne. Dann suchen wir halt noch ein bisschen was. Tödliche Truppen hatte. Okay. Dann versuche ich mich halt erstmal auszubauen. Extra Money. Aber bisher ist es sonst ruhig. Das gefällt mir. Oh, hier ist nichts mehr. Oh, schaut mal, Delfine. Die auf der Stelle paddeln. Oder schwimmen. Mehr Gold. Immer mehr Gold. Oh, mehr Rohstoffe. Und das... Nee. Blub, 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 blub. Komisch. Es ist ruhig geworden. Zu ruhig. Spinnentempel, ja, den hätte ich gerne. Wieso? Achso, Stein fehlt jetzt. Holz meine ich natürlich. Ja, wir nutzen halt das Gold, was wir hier gefunden haben, auf unseren Reisen jetzt zum Ausbauen. Und noch ein Spinnentempel. Nee, erstmal Vampire. Hier ist noch was zum Einsammeln.
Finde ich echt gut, dass ich diesmal... Das ist selten, dass man zwei Kristallminen hat. Ein seltenes, angenehmes Vergnügen. Gut. Sehr gut. Aha. Na, dann schauen wir mal hier oben, ob hier vielleicht noch was rumliegt im Wasser. Ah, dort oben ist Treibgut und hier noch eine Schatz. Was ist das? Leuchtturm. Ich sehe die ganze Gegend. Was es mir bringt? Ich weiß es nicht. Ach so, er steigert auch die Zugweite. Ja, das ist nützlich, das kann ich gebrauchen. Was haben wir denn hier? Wurde auch gerade einfach so aufgedeckt. Okay, ich kann da nichts machen. Aber es sieht toll aus. Es wäre hier irgendwas Besonderes vergraben. Und da liegt ein Toter. Ah, schön. Sag ich doch. So, schön weiter ausbauen. Oh ja, die besseren Namtarus, bitte. Und hier können wir... Was brauche ich denn hier? Zwingend. Eigentlich nichts. Nee, gar nichts. Dann konzentrieren wir uns erstmal auf das Haupt... auf die Hauptbase. Weil da werde ich zurück teleportieren und mir neue Ressourcen... neue Truppen holen. In der Hoffnung, dann den Tödlichen nicht mehr so tödlich vorzufinden. Tödliche Truppen sind gefährlich. Und er ist auch Stufe 20, also nicht so ein Pipifax-Gegner wie die Gegner bisher. Ja, vielleicht brauche ich gar keinen Teleport. Scheinbar komme ich auch auf See ganz gut dorthin. Gold und Treibgut. Das bringt mich weiter in diesem Spiel. So. Vampire upgraden. Schön. Ja gut, dann würde ich mal sagen, mach mal hier einen Cut. Und beim nächsten Mal, glaube ich, werde ich mich dem orangenen Gegner annehmen. Dann ist er vielleicht nicht mehr tödlich. Wenn ich selbst ein paar Namtarus habe und so ein Zeug. Und danach fehlt nur noch Rot, wie es scheint. Cool. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.